In Athen ist weiterhin Schwitzen angesagt, denn auch am Freitag hat eine weitere Hitzewelle innerhalb weniger Tage die griechische Hauptstadt fest im Griff. Sie kam mit Temperaturen von über 40 Grad Celsius. Daher bleiben auch Sehenswürdigkeiten wie die Akropolis von mittags bis zum späten Nachmittag vorerst geschlossen. Ein Tourist auf der Suche nach etwas Erfrischung. Ich lebe eigentlich in Dänemark und wir wollten an einen Ort, wo es warm ist, zum Beispiel an Strände, die man besuchen kann. Die Hitze ist ein bisschen zu viel. Diese Hitzewelle ist schrecklich. Meteorologen erwarten an diesem Wochenende im Süden des Landes Werte bis zu 45 Grad Celsius. Allerdings wird auch im Norden Griechenlands das Thermometer Werte um die 40 Grad zeigen. Mit der Hitze verbunden sind Trockenheit und es kamen noch starke Winde hinzu. Mehrere Waldbrände wüten rund um Athen und die Einsatzkräfte stoßen an ihre Grenzen. Sie haben uns dem Feuer überlassen. Es gab nicht einmal einen Wasserwagen und man kann die Katastrophe hier sehen. Nichts ist mehr übrig. Mittlerweile unterstützen Feuerwehrleute aus Rumänien, Bulgarien, Polen, der Slowakei und Malta die einheimischen Kräfte. Diese kämpfen mittlerweile gegen mehrere Waldbrände im Großraum Athen, aber auch auf dem Peloponnes und auf Rhodos.